Hallo und herzlich willkommen hier bei Black Destiny, eurer lieben Mondgoss. Wir sind mal wieder schön unterwegs, sind gerade so ein bisschen aus der Puste, weil das ist einfach nur der Hammer hier. Überall lebt es und flebt es und oh, herrlich. Blub, neun mitgenommen, 12 nehmen wir davon. Schön. Wir haben uns jetzt einfach mal umgeguckt, haben mal geschaut, wo wir hier so überall alles hinkommen. Oh, sehen gerade einen Portstein. Gut, dann kommen wir nach Hause. Okay, hier war früher nichts. Nee, immer noch nichts. Okay. Wir müssen noch ein bisschen erkunden gehen, denn wir wollen noch gar nicht nach Hause. Was wollen wir denn zu Hause? Ist doch langweilig. Wir wollen natürlich noch ein bisschen erkunden gehen. Ah, hier geht's einen Weg runter. Sehr schön. Und wir müssen natürlich fliegen. Hier werden natürlich gleich wahrscheinlich böse Blobs wieder um die Ecke schauen. Oh, so viele Wege und wir wissen gar nicht, wohin. Wow, 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 was war das? Wow, 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 das, habt ihr das gesehen? Boah, schnell weg da. Bam, tschüss. Nee, wir wollen die auch gar nicht haben. Die sind alle unsichtbar. Hä? Okay, die scheinen ein bisschen stinkig zu sein. Gut, dann gehen wir wieder weg. Boah, hier sind überall diese komischen Tiere. Wow. Okay, wir haben es verstanden. Ihr wollt ganz schnell mal woanders hingehen. So. Wir haben jetzt so einen Jägerplort. So. So. Ja, komm her. Und ich schieß dich. Ah, nein. Ich habe den einzigen Stein, von dem ich nicht gefunden habe, davon weggeschmissen. Boah. Bam. Noch eine Miezekatze. Wo ist sie? Mist. Jetzt haben wir den einzigen. Ah. Gucken wir mal. Magst du vielleicht sowas? Guck mal, du magst doch sowas, oder? Ja. Hier hast du einen Honigplot. Ich weiß gar nicht, ist das so eine Mieze? Okay, ich habe jetzt erstmal so einen komischen Plot. Ah. Okay, wir gehen jetzt mal hier rüber. Ich weiß nicht, warum wir da hier rüber gehen sollten. Aber ich fühlte mich gerade irgendwie dazu genötigt, da lang zu laufen. Wir werden jetzt einfach weiter rennen. Ich habe voll Bock da drauf. So, wir wurden natürlich erstmal schön angegriffen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ich hoffe, das merkt man mir so richtig an, dass ich überhaupt eigentlich überhaupt keinen Plan habe, was ich hier tue. Damit ihr merkt, wie sehr ich mich dafür anstrenge, überhaupt irgendwas zu tun. So. Das scheint eine Miezenkombi zu sein. Eine seltene, aber doch funktionierende Miezenkombi. Okay. Wahrscheinlich kann man diese Kombination von Jäger und Gejagten nur so erstellen. Ich kann es mir sonst irgendwie anders nicht vorstellen. Wenn wir hier oben rauf gucken. Ah, oh, was war das? Oh, wieder so ein Force-Vor-Ding. Nein, ich habe keine Ahnung. Wie wir die gekriegt haben oder woher die kamen. Die waren auf jeden Fall eigentlich aus meiner Sicht böse. Aber egal, wir sind jetzt oben drauf. Wir suchen jetzt noch ein bisschen. Da ist ein Port nach Hause. Okay. Wir haben den Port nach Hause gefunden. Wir wollen aber noch gar nicht nach Hause. Denn wir haben immer noch nicht herausgefunden, wo wir eigentlich waren. Und ob es von diesen Jägerviechern noch andere Tiere gibt. Die scheinen auf jeden Fall sehr aggressiv zu sein. Scheint also neue aggressive Tiere zu geben. Und dieses Gebiet ist ja echt riesig geworden. Da weiß man ja eigentlich gar nicht, wo man zuerst hin möchte. Denn man, egal wo man hingeht, man findet einen neuen Weg irgendwie woanders hin. Das ist schon sehr interessant. So, jetzt muss mal kurz die Energie ausreichen. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Bevor mir die Energie hier ausgeht. Hui, ich hätte aber auf dem Baum landen können.
Gut, hier ist viel Wasser und explodieren und hier gibt es gleich ein schwarzes Vieh. Okay, ich muss ja natürlich gucken, ob wir hier... Für irgendwas brauchen wir ja noch den letzten Schlüssel. Nein, ich werde den nicht aufgeben für euch. War ich da drüben schon? Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, da drüben waren wir schon. Wir gehen nochmal rüber. Wenn nicht, können wir ja auch wieder zurückfliegen. So ist es ja nicht. Ja, ja. Komm, reg dich ab. Okay, gut. Da ist noch so ein Honigvieh. Aber, Mann, wo ist denn... Wir müssen doch irgendwo... Ja, hier. Irgendwo müssten wir doch hier... noch nicht gewesen sein. Das Ding ist ja jetzt mittlerweile so groß, dass ich selbst keinen Überblick mehr habe, wo wir eigentlich sind. Und leider kann man keine Karte aufrufen, um zu gucken, wo man schon mal war und wo nicht. Ist natürlich schade, aber wir müssen irgendwie uns selbst merken, wo wir waren und wo wir demnächst hin wollen. Warum sind wir denn jetzt hier oben? Ist irgendein Grund, wo man hier hoch kann? Ich weiß nicht. Wenn wir hier oben jetzt. Da geht's zu den anderen. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung. Das macht mich gerade irgendwie total... Oh. Dass ich nicht weiß, wo wir hier sind und... Da drüben waren wir. Da waren die bösen Viecher. Okay, und wir laufen im Kreis, was natürlich nicht so schön ist. Aber nur, weil ich auch nicht weiß, wie wir jetzt hier, wo wir jetzt zurückkommen. Aber es wird sich schon irgendwie finden. Und auch der letzte Schlüssel wird ja wohl irgendwo hinführen. Wo früher was hingeführt habe, ist jetzt nichts mehr. Ich dachte eigentlich, da ist noch eins, aber das haben sie wohl schon geschlossen haben. Vielleicht hielten sie es selbst nicht viel mehr die beste Idee. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das müssen ja auch die unter sich ausmachen. Ja, ja, ihr seid böse, böse Viecher. Wissen wir. So, genau, hier kommen wir auf die Wiese. Wo wir diese ganzen Honigviecher geklaut haben. Oh Mann, jetzt. Mieze Katze weg. So. Minzenmango. Wir tanzen den Minzenmango. Wir tanzen den Minzenmango. Dum, 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 dum. So. Au! Das ist so viel mitten. Wir brauchen noch einen Hahn. Eigentlich bräuchten wir noch einen Hahn. Okay, egal. Wupp. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, dass wir sehr viel nicht wissen. So, erstmal. Oh, erstmal haben wir festgestellt, dass wir hier anscheinend Totosa. Gut, wir werden mal diese Viecher einfach jetzt mal los und werden uns dafür... neu erholen. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Aber wir haben ja eh nichts gerade zu tun. Komm her. Bam. Hui. Wir lassen jetzt... Schade, dass man die nicht so einsaugen kann wie ganz normale Blobs. Dann würde ich sagen jetzt... Bum, 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 bum und tschüss. Aber wir haben die da relativ weit hinten platziert. Also müssen wir die da auch irgendwie wieder rausholen. Und schön bum bum machen. Bum. Bam.
Und noch eine Miezekatze. Dann werden wir die Honigblubs da reinsetzen und die komischen anderen Viecher hier da reinsetzen. Genau. Gut. Dann werden wir da hinten noch schnell vielleicht in der nächsten Folge auf jeden Fall hingehen. Oder vielleicht sogar noch in dieser Folge. Und natürlich noch dieses komische Katzenvieh irgendwie ausprobieren zu machen. Mal gucken, wie das funktioniert. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und irgendwo fehlt uns auf jeden Fall noch ein verstecktes Tier, was wir noch finden müssen, was wir natürlich auch tun werden. Wir werden ein bisschen rumlaufen, suchen und irgendwann wird sich schon was eröffnen. Oder in dem Fall öffnen. Wir finden bestimmt den Schlüsselpunkt. Den haben wir ja bis jetzt immer gefunden, da werden wir den auch weiterfinden. Wir werden nochmal da bei den anderen Viechern reingehen. Gucken, ob da vielleicht noch ein Schlüssel versteckt sein könnte, also ein Schlüsselpunkt. Und werden einfach den versuchen mal zu öffnen. Ganz einfach. Obwohl, es könnte... Nee, der Ausgang... Huch, hier wollten wir gar nicht hin. So, die haben wir geschafft. Jetzt schnell einlagern. Hat viel zu wenige, fällt mir gerade auf. So, auch einlagern. So, da gehen wir mal schnell dran vorbei. Die sind nicht so nett, die Viecher. Was sind denn das für braune Jägerplot? Könnten die 99 wertvollen sein? Das werden wir den nächsten Tag herausfinden, wenn es wieder heißt Slime Ranger. Haha, nee. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir werden jetzt erstmal Gemüse, 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 Obst und Gemüse einsammeln. So. Genau, dann werden wir Erdbeeren einsammeln gehen. So, die werden erstmal... So, die sind jetzt erstmal da drinne. Wir werden natürlich versuchen, für jedes einzelne Vieh die passende Frucht oder so zu finden. Es dauert jetzt so lange. Wir warten einfach, bis wir runtergefallen sind. So. Halli, hallo, hallöle. Ja, da können wir noch die Dings hinsetzen. Ocker, 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 ocker. Dies sollen die neuen Pflanzen, das Gemüse für die Dings werden. Genau. Und Hühner bräuchten wir eigentlich auch für die Katzen. Genau, die Katzen müssen wir gleich noch einsammeln. Und ein Gehege machen bei den Phosphorviechern. Genau. Aber als erstes werden wir, glaube ich, die Hühner und die Erdbeeren los. Dann gehen wir zu den leuchtenden Stäben und gucken mal, was los ist. Aber das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Slime Ranger. Bis dann, tschüss, tschüss.